Die Bornheimer sind zurück im Liga-Alltag. Ein letztlich leistungsgerechtes 1:1 zum Auftakt in Sandhausen. Keine Großtat, aber angesichts von 6 Verletzten durchaus ein vertretbares Ergebnis. Und angesichts von 7 Neuzugängen und 5 Nachwuchsspielern im Kader wohl auch noch der Eingewöhnungsphase geschuldet. Ja, ich denke, es war das übliche Abtastspiel für den ersten Spieltag. Und ja, mit dem Punkt müssen wir jetzt, denke ich, zufrieden sein. Ich denke, wir haben noch nicht das gespielt, was wir spielen können und hoffen natürlich, dass wir uns noch steigern können. We want to go there to win. Wir wären natürlich gerne dorthin gefahren, um zu gewinnen. Sandhausen ist ja ein Aufsteiger. 1:1 ist ganz gut, aber ein Sieg wäre sehr viel besser für uns gewesen. Das wäre ein kleines Extra für uns und es wäre gestern auch möglich gewesen. It was possible yesterday. John Verhoek traf gleich in seinem ersten Pflichtspiel für den FSV. Einer von 5 Neuzugängen in der Startformation und nach seinem Wechsel aus Rennes und Den Haag durchaus zufrieden mit seinem Einstieg inklusive Abstaubertor. Es war ja schon eine ganze Weile her, dass ich das letzte Mal gespielt habe, auch schon in Holland. Und jetzt ist alles neu für mich. Die Liga ist neu, die Leute um mich herum und auch meine Mitspieler. Das erste Tor war ein echtes Stürmertor. Es war gut für mich und gut für das Team. Angesichts der Bornheimer Verletzungsmisere dürfen aber noch 2 oder 3 Neuzugänge kommen. Ebenfalls gesucht wird noch ein Trikotsponsor. Und wenn die neue Haupttribüne steht, müssen 10 Logen sowie 600 Businessplätze an den Mann gebracht werden. Dafür soll ein neuer Mann vom Vermarktungsunternehmen IMG seine Kontakte spielen lassen. Tilman Engel, einst Geschäftsführer bei Frankfurt Galaxy und anschließend 2 Jahre für den Fußballverband in Katar tätig. Ein wenig Geld dürfte schon mal kommenden Sonntag in die Kassen gespült werden, wenn zum ersten Heimspiel der Saison ausgerechnet Aufstiegsfavorit Hertha BSC Berlin kommt. Ich denke, die werden dieses Jahr auf jeden Fall Zweitligameister. Wir müssen um jeden Meter kämpfen, dann haben wir vielleicht eine Chance gegen Berlin. Und man kann ja nie wissen, wenn wir wie ein Team kämpfen und spielen, können wir vielleicht auch gegen Berlin ein Unentschieden oder sogar einen Sieg rausholen. Ja, ich denke, wir werden auf eine starke Berliner Mannschaft treffen, die sehr stark besetzt ist individuell. Dem versuchen wir natürlich mannschaftlich entgegenzusetzen. Und ja, ich denke, wir werden eine gute Stimmung hier haben. Ich denke, Berlin ist nicht irgendwer. Ich hoffe, dass viele Zuschauer kommen und auch kräftig unterstützen werden. Die Bornheimer dürften vor allem wieder ihre Neuzugänge gegen eine Berliner Übermacht setzen. Der Bundesliga-Absteiger am ersten Spieltag nur mit einem Unentschieden gegen Paderborn. Eine erste echte Standortbestimmung für den FSV.